Rest im Laufe des Tages tut es aber auf. Nein, auf der Strasse über der Gotthard ist zwar Grund. Der Pass selber ist wegen dem aber noch lange nicht offen. Die Räumungsmannschaften müssen nämlich zuerst auch noch die Seitenstrasse von der riesigen Schneemasse befreien. Der Bericht von Raphael Amrain. Eigentlich ist es schon lange Frühling. Doch auf dem Gotthard herrscht immer noch tiefer Winter. Riesige Schneefräsen kämpfen sich hier auf dem Pass Zentimeter für Zentimeter voran und es scheint kein Ende zu nehmen. Ja, wir haben die Kurven ausfräsen, die in Gotthard-Hospiz durchgeht. Hier liegt sicher 6-7 Meter Schnee, ist die Strasse unter uns. Doch es geht noch höher. 10 Meter misst die Schneewand, wie uns der Urnenbetriebsleiter der Nationalstrasse, Kurt Tresch, beweist. Den Leuten sei es einfach nicht bewusst, was für einen enormen Aufwand die alljährliche Passräumung auf dem Gotthard mit sich bringe. Die Strasse ist durchgestochen. Jetzt müssen wir noch alle Anschlüsse bauwerkfrei machen. Wir müssen da auch die Wände teilweise von Hand reinnehmen, dass sie nicht reingehen, wenn Verkehr ist. Es hat auch, wenn man raufschaut, Stellen im Fels, wo man geräumt werden müssen, dass man die Strasse putzt werden und Schäden, die es im Winter im Belag gegeben hat, oder andere Schäden, die müssen geblickt werden. Eine aufwendige Sache und eine teure. Über 400'000 Franken kostet die rund 7-wöchige Schneeräumung auf dem Gotthard. Die Arbeiten arbeiten bei jedem Wetter, damit der Terminplan eingehalten werden kann. Trotz Zeitdruck hat es laut der Einsatzleitung hier oben noch nie einen schlimmen Unfall gegeben. Und damit das auch so bleibt, misst Werner Knoos mit einem Satellitennavigationsgerät genau den Strassenrand unter der Schneedecke ab. Das Problem ist, dass wir irgendwo neben der Strasse oder da jetzt noch Haufen See und alles und irgendwann ist die Maschine im See oder so. Nein, das ist schon nötig, oder? Dass man einfach das Optimale rausholen kann und den Strassenrand auf Anhieb eigentlich trifft. Aber auch die tonnenschweren Fahrzeuge birgen eine grosse Gefahr für die Mannschaft. Allem voran die scharfen Schneefräsen. Also man muss immer sehr aufpassen, dass niemand im Bereich der Fräsen kommt, dass auch die Maschine auf dem Schnee bleiben und nicht irgendwie stürzen, dass sonst etwas passiert. Die Schneeräumung auf dem Gotthard dauert voraussichtlich noch bis am 23. Mai. Dann sollte die Passstrasse endlich aufgehen. Nicht aber die altehrwürdige Tremola. Für die müssen sich die Autofahrer noch bis im Juni gedulden. Durch zusätzliche Mittel